Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Liv und Life, die Wurzeln des Schicksals gehen und ja, dazu kommt noch eine kleine Information, was dieses Buch und die Buchmesse betrifft, also bleibt auf jeden Fall dran, wenn euch das Ganze interessiert. Ansonsten gibt es nur zu sagen, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Liv und Life, die Wurzeln des Schicksals ist ein gemeinsames Projekt von Dennis Schwark und Katja, ich kann ihren Nachnamen einfach nicht aussprechen, Tokrax oder sowas. Es tut mir unendlich leid, liebe Katja, aber ich kann deinen Nachnamen einfach nicht aussprechen. Ich kriege ihn nicht raus. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Und ja, auf jeden Fall, Katja und Dennis haben dieses Buch zusammen geschrieben während ihres Urlaubs und haben dieses Buch dann beim Schreibwettbewerb von Digitales eingereicht. Und was das für eine Geschichte genau ist, die die beiden eingereicht haben, das erfahrt ihr jetzt. In dieser Geschichte geht es um Olivia. Sie wird von ihren Freunden und ihrer Familie aber immer nur Liv genannt. Und ja, das Leben von ihr ist gerade ziemlich perfekt, denn es sind Sommerferien, sie hat einen Ferienjob. Und ihr bester Freund hat es nun endlich geschafft, sich die Gefühle für sie einzugestehen. Und die beiden bändeln so gerade miteinander an. Und ja, ihr Leben, wie gesagt, läuft gerade ziemlich perfekt. Bis zu dem Tag, an dem sie einen Fahrradunfall mit Life hat. Und Life ist ein Mitschüler aus ihrer Schule. Und Life ist ein arroganter, eingebildeter Vollidiot. Und die beiden können sich auch nicht so richtig leiden. Und wie man es sich denken kann, läuft diese Begegnung bei diesem Verkehrsunfall von den beiden nicht gerade freundlich ab. Und die beiden kriegen sich auch so ziemlich in die Haare. Doch irgendwie scheint seit diesem Verkehrsunfall, den die beiden miteinander haben, nichts mehr so zu sein, wie es war. Irgendwie benehmen sich auf einmal alle Leute sehr, sehr merkwürdig und anders als sonst. Gesundheit? Alles gut? Irgendwie benehmen sich alle Leute in Liv, ihrem Umfeld, auf einmal sehr, sehr merkwürdig. Sie verhalten sich ganz, ganz anders als sonst und irgendwie passt das alles nicht mehr so richtig so zusammen. Und immer wenn sie versucht, da irgendwie die Sprache drauf zu bringen, wird das alles abgeblockt und sie fängt schon an zu glauben, sie ist verrückt, bis sie mit Life darüber spricht. Und ja, als sie sich Life öffnet, wird auch ihm klar, dass irgendwas nicht stimmt. Dass auch bei ihm im Leben seltsame Dinge passieren und alles nicht so ist, wie es eigentlich scheint. Und so kommt es, dass die beiden diesen mysteriösen Dingen natürlich auf den Grund gehen und sie finden sehr, sehr schnell heraus, was alles so da dahinter steckt. Und ja, den beiden bleibt dann nichts anderes übrig, als diesen Sachen auf den Grund zu gehen und ja, plötzlich stehen sie den Schreckensgestalten der nordischen Mythologie gegenüber, die ihre schlimmsten Befürchtungen noch in den Schatten stellen. Und die beiden stellen sich dann sehr, sehr schnell die Frage, ob sie bloß Schachfiguren in einem sehr, sehr tödlichen Spiel auf Leben und Tod sind. Und das herauszufinden, ist es im Endeffekt, worum es in Liv und Life, die Wurzeln des Schicksals, geht. Dann kann ich nur sagen, dass mir der Einstieg in die Geschichte ein bisschen schwer gefallen ist, denn man wird gleich zu Beginn mit der nordischen Mythologie konfrontiert und ich bin zwar ein Marvel-Comic-Leser und ich liebe auch die Marvel-Filme alle und man bekommt ja dadurch auch so ein bisschen was von der nordischen Mythologie mit, aber ich finde, dass der Anfang einfach vom Informationsfluss extrem erschlagend ist. Also man wird da mit ganz, ganz vielen Informationen zugeballert quasi und das alles kann man in dem Moment gar nicht irgendwie sich merken und greifen und sich vorstellen. Und das ist einfach, finde ich, am Anfang ein bisschen viel gewesen für mich. Und ich hatte da echt Probleme, so mich in die Geschichte reinzufinden am Anfang, wie gesagt, mit dieser nordischen Mythologie. Und ja, man merkt dann aber sehr, sehr schnell, dass am Anfang dieses Buches eine Geschichte erzählt wird. Dass das jetzt nicht das Buch an und für sich ist, sondern dass in diesem Buch eine Geschichte erzählt wird über die nordischen Götter. Ja, aber trotzdem finde ich das als Einstieg in diese Geschichte echt ein bisschen schwierig. Also für mich war das sehr, sehr viel am Anfang und ich hatte hier so ein bisschen, ja, mein Kopf hat geraucht, sagen wir es mal so. Nachdem ich dann aber einmal drin war in der Geschichte, lief das Ganze auch, also ohne Probleme, dann bin ich da auch echt gut durchgekommen. Dann war das für mich auch alles leichter zu verstehen und zu greifen und mir vorzustellen. Aber wie gesagt, ich fand den Anfang so ein bisschen überfordernd für mich, das war so für mein Köpfchen ein bisschen viel. Ansonsten kann ich nur zur Handlung sagen, dass sie am Anfang sehr, sehr verwirrend ist. Gerade weil diese vielen mysteriösen Dinge passieren, die nicht immer 100% Sinn ergeben, auch für den Leser. Und du dir dann denkst so, was ist hier los? Ich raff's gerade nicht. Das macht keinen Sinn. Bis du dann beim Lesen feststellst, dass die Charaktere im Endeffekt genau das Gleiche denken und sie auch keine Ahnung haben, was jetzt hier eigentlich gerade los ist. Und man tut dann mit den Charakteren herausfinden, was alles so da dahinter steckt. Und ja, dann begibt man sich auf diese Reise und diese Gefahren, die diese beiden bestehen müssen. Das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Also ich sage mal so, nach den ersten 30-35% war ich auf jeden Fall voll drin in der Geschichte. Da war ich auch voll bei den Charakteren und dann lief das für mich. Aber der Anfang ist halt für mich sehr, sehr holprig gewesen. Was das Ende der Geschichte betrifft, wir haben hier ein offenes Ende. Also es ist auf jeden Fall
Potenzial für einen zweiten Teil da. Für mich sind hier sehr, sehr viele Fragen offen geblieben und auch was Liv und Life, unsere zwei Hauptcharaktere betrifft, ist hier einiges an Fragen offen geblieben, die man noch klären müsste in einem weiteren Teil. Also zur Handlung kann ich im Groben und Ganzen nur sagen, wenn man jetzt nicht richtig drin steckt in dieser nordischen Mythologie, kann es einen am Anfang ein bisschen erschlagen. Und ja, auch dass diese Sachen am Anfang alle so verwirrend und teilweise unlogisch sind, das ist nicht so richtig rund und man stolpert da so ein bisschen durch die Geschichte. Aber wie gesagt, so nach den ersten 30-35% geht's und dann ist man drin in der Geschichte und dann weiß man auch, was da abgeht. Und ja, dann kann man das auch wunderbar lesen. Und ja, mehr kann ich zur Handlung eigentlich auch nicht sagen, außer dass sie sich gut entwickelt und wie gesagt, auf jeden Fall am Ende Potenzial für einen zweiten Teil hat. Ich habe keine Ahnung, ob es einen zweiten Teil gibt. Das werde ich auf jeden Fall noch in Erfahrung bringen. Ansonsten, was die Charaktere betrifft, haben wir hier natürlich unsere zwei Hauptcharaktere Liv und Life. Und die beiden können sich am Anfang so überhaupt nicht leiden. Sie müssen dann aber aufgrund der Umstände irgendwie zusammenarbeiten. Und ja, der eine glaubt dem anderen am Anfang nicht so richtig, weil es auch sehr, sehr unwirklich ist, was halt auch dort passiert. Und ja, aber sie stellen dann halt sehr, sehr schnell fest, dass sie beide an einen Strang ziehen müssen, um halt aus dieser ganzen Scheiße irgendwie rauszukommen. Ich kann nur sagen, dass ich Liv als Hauptcharakter in diesem Buch wirklich gut fand. Ich mochte sie. Sie war mir sehr, sehr sympathisch. Sie war eine starke Person. Sie war eine Person, die auch mal Zweifel hatte und Ängste und auf jeden Fall nicht immer knallhart und tough ist und haut drauf, sondern auch versucht, sondern auch halt mal Angst hat und zurücksteckt und sagt, ach du Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll und auch mal hilflos ist. Und das hat sich für mich einfach sehr menschlich gemacht und ja, ich mochte Liv auf jeden Fall sehr. Was Life betrifft, habe ich oftmals den Kopf geschüttelt. Er war teilweise ein guter Charakter, hat Liv auch teilweise unterstützt, aber im Großen und Ganzen war er für mich wirklich einfach nur ein Vollidiot, auf den man sich nicht verlassen kann, der einen eigentlich mehr in die Scheiße reinreitet als alles andere. Und er hat ein paar Dinge in diesem Buch getan, die für die Geschichte und für den weiteren Verlauf der Geschichte wichtig sind, die aber ihn als Charakter absolut unsympathisch wirken lassen. Und ja, ich konnte Life einfach nicht leiden. Ich bin mit dem nicht so 100% warm geworden. Zum Ende hin wurde es auf jeden Fall besser mit ihm ab einem bestimmten Punkt in dieser Geschichte. Aber ich habe mir einfach die ganze Zeit gedacht, was ist das denn für ein Vollidiot? Was? Die ist ohne den tausendmal besser dran. Die kann ihn eigentlich in dieser Lage überhaupt nicht gebrauchen. Und ja, so ging es mir das ganze Buch. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, Life hätte so ein bisschen sympathischer wirklich rüberkommen können. Aber vielleicht entwickelt sich das ja im zweiten Teil dann noch. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, ist das Ganze für mich ein bisschen verwirrend gewesen. Ich kann zu den Nebencharakteren auch nicht wirklich viel sagen, weil ich euch sonst vielleicht auch schon das eine oder andere verraten würde. Aber bei den Nebencharakteren gilt, es ist nichts, wie es zu sein scheint. Und ja, das ist sehr, sehr schwierig, da auf jeden Fall sich eine Meinung drüber zu bilden. Also es gibt ein, zwei Charaktere, wo man weiß, woran man ist und wo man auch weiß, was so da dahinter steckt. Aber bei allen anderen ist das eher so ein bisschen schwierig und ja, deswegen möchte ich zu den Nebencharakteren eigentlich auch nichts weiter sagen, außer, dass die soweit für mich auch gepasst haben, dass die ihre Rollen gespielt haben, wie sie spielen sollten und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Was das Setting betrifft, haben wir hier ein Fantasy-Setting gemischt mit unserer Welt. Also wir haben teilweise Elemente, die in unserer Welt spielen und teilweise Elemente, die in einer ganz, ganz anderen erfundenen Welt spielen. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Und ja, ich muss sagen, das, was in unserer Welt gespielt hat, war für mich nachvollziehbar. Das konnte ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, es waren so zwei, drei verwirrende Sachen drin, die sich dann am Ende aber aufgeklärt haben, warum die drin waren. Und ja, also was unsere Welt betrifft, hatte ich keinerlei Probleme, mir da irgendwas vorzustellen. Was diese erfundene Fantasy-Welt betrifft, ging es soweit auch. Da hatte ich an der einen oder anderen Stelle so mal so kurze Momente, wo ich so dachte, ich habe keine Ahnung, wie das da aussehen soll. Aber passt schon. Also so im Großen und Ganzen hatte ich immer einen Plan, aber ich konnte mir halt viele Sachen so im Detail jetzt nicht 100% vorstellen, was ich jetzt aber auch absolut nicht schlimm fand, denn ja, es ging ja. Also man konnte sich das schon vorstellen, weil man diese Welt aus anderen Büchern in einer abgewandelten Form schon mal gesehen hat. Ich möchte euch jetzt hier nicht zu viel verraten und euch nicht spoilern, deswegen kann ich zu dieser Welt nichts weiter sagen, außer dass jemand, der schon mal sich mit Mythologien beschäftigt hat, das auf jeden Fall schon mal gelesen hat. Auf jeden Fall bei der Göttlich-Trilogie. Und ja, mehr kann ich dazu auf jeden Fall jetzt gerade nicht sagen. Kommen wir als allerletztes nochmal mit zum Schreibstil. Und wie gesagt, hier kann ich nur sagen, dass der Anfang sehr, sehr verwirrend ist, weil da sehr viel passiert. Und wir beginnen ja dieses Buch mitten in einer Schlacht quasi. Und
es ist am Anfang wirklich sehr, sehr viel Input und das verwirrt am Anfang einfach eigentlich mehr nur als alles andere. Und ich finde, das ist auch am Anfang von der Erzählweise und dem Aufbau in dieser Geschichte, die in dieser Geschichte erzählt wird. Macht das Sinn? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Das ist ein bisschen viel und das war ein bisschen verwirrend einfach alles für mich. Ansonsten, was den weiteren Verlauf dann betraf, was den Schreibstil betrifft, wir haben hier einen Jugendbuchschreibstil. Er ist relativ leicht zu lesen. Es gibt durch diese Begriffe der nordischen Mythologie stolpert man das ein oder andere Mal über die Wörter, weil man einfach nicht weiß, wie man diese Wörter aussprechen soll. Ich meine, jeder, der schon mal Thor gesehen hat im Fernsehen, der weiß, dass sein Hammer Mjölnir heißt. Aber wenn man das dann so liest und auch diese ganzen anderen Begrifflichkeiten, die mit der nordischen Mythologie zusammenhängen, dann stockt man doch einfach mal. Weil ich finde, die nordische Mythologie ist nicht so einfach wie die griechische Mythologie. Also ich weiß, dass dieses Buch mir tausendmal besser von der Hand gegangen wäre beim Lesen, wenn wir einfach die griechische Mythologie gehabt hätten wie die nordische. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die mich beschäftigt. Warum haben sich die Autoren hier für die nordische entschieden und nicht für die griechische? Und ja, weil wie gesagt, das finde ich, die ist einfach weiter verbreitet und die kennt man einfach mehr. Also ich persönlich empfinde das so, als jetzt die nordische Mythologie, gerade mit ihren ganzen Begriffen wie Mjölnir oder was weiß ich, Bifröst, Asgard, Midgard, Helheim. Das ist halt so das Problem, dass bei diesen Wörtern halt viele Leute einfach nicht wissen, was das ist, wie sie sie aussprechen sollen. Und du hast hinten zwar so ein Glossar drin, aber du hast ja auch während des Lesens nicht jedes Mal Bock, danach hinten zu blättern und zu gucken, was das jetzt eigentlich genau ist. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Und da ist man halt beim Lesen auch immer wieder drüber gestolpert, über diese ganzen Wörter und Begrifflichkeiten. Und das fand ich wirklich ein bisschen schwierig. Und da hat die Geschichte auch so ein bisschen, ja, einfach ins Stocken gebracht. Also man konnte diese Geschichte nicht richtig gut in einem Fluss lesen, sondern wie gesagt, ich bin immer wieder gestolpert, auch wo die dann in dieser Fantasy-Welt waren. Dadurch, dass ich halt einige Sachen auch nicht verstanden habe, bin ich auch immer wieder mal gestolpert. Also ich würde sagen, es ist kein Schreibstil, der flüssig von der Hand geht. Er ist in seinen Formulierungen einfach, weil es ein Jugendbuch ist. Aber es ist schwierig, da eine Einschätzung abzugeben, weil es mein persönliches Empfinden halt auch ist. Andere Leute, die vielleicht weniger Probleme mit dieser Mythologie haben oder allem anderen, die kommen da vielleicht leichter durch, aber ich bin halt immer wieder gestolpert und das fand ich halt ein bisschen schade. Und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Also im Großen und Ganzen ist Liv und Life eine gute, solide Jugendbuchgeschichte mit der nordischen Mythologie. Und alle, die Interesse an der nordischen Mythologie haben, sollten sich das Buch auf jeden Fall mal angucken. Und ja, alle anderen, schaut einfach mal in die Leseprobe rein. Da könnt ihr euch ja den Anfang einfach mal anschauen und könnt einfach mal lesen, ob das was für euch ist. Und ich hatte ja ganz am Anfang meines Videos gesagt, dass dieses Buch irgendwas mit der Buchmesse bei mir zu tun hat. Und ja, ich habe dieses Buch in Vorbereitung für die Buchmesse auch mitgelesen. Und zwar hat mich der Digitales Verlag, der ja zur Arena gehört, gefragt, ob ich auf der Buchmesse nicht ein kleines Interview mit den Autoren machen möchte und die Lesung so ein bisschen mit moderieren möchte. Und ja, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und das Ganze werde ich nicht alleine machen, sondern mit einer ganz, ganz lieben Bloggerkollegin, der Corina von Corinas Worlds of Books. Ich verlinke sie euch mal unten in der Infobox. Da könnt ihr ja bei ihrem Blog mal vorbeischauen. Und ja, wir beiden, wie gesagt, machen da so eine kleine Moderation zur Lesung und stellen den Autoren ein paar Fragen rund um das Buch und die nordische Mythologie. Und ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt und ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Und ich habe mich sehr gefreut, dass der Verlag mich da gefragt hat, ob ich Bock darauf hätte. Und wenn ihr am Buchmesse Samstag auf der Messe seid, dann schaut gerne mal vorbei. Das Ganze findet von 11 bis 11.30 Uhr am Arena Verlagsstand statt. Und ja, falls ihr noch Fragen habt an die Autoren, kommt gerne dorthin. Ihr könnt dann auch selber dort noch Fragen stellen. Oder falls ihr das Buch kennt und Fragen zum Buch habt, schreibt sie gerne auch unten in die Kommentare. Ich könnte ja noch ein, zwei Fragen sammeln und vielleicht nochmal mitnehmen. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch immer fürs Gucken. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.